أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Wir haben in der letzten Folge über die Möglichkeiten gesprochen, wie man in das Gemeinschaftsgebet eintritt. Wir haben gesagt, es kann durchaus vorkommen, dass der Betende in einen Raum kommt oder in die Moschee kommt, wo bereits ein Gemeinschaftsgebet stattfindet. Und anstatt, dass er sich nun in eine Ecke stellt und das Gebet alleine verrichtet, ist es natürlich für ihn besser, sich dem Gemeinschaftsgebet anzuschließen. Nur geht dies nicht einfach so, sondern man muss spezielle Punkte berücksichtigen und es gibt nur bestimmte Fälle, wie man in dieses Gemeinschaftsgebet einsteigt. Wir haben gesagt, es ist möglich, während der Rezitation und während der Verbeugung in das Gemeinschaftsgebet einzusteigen. Das heißt, wenn der Imam gerade im Gebet steht und entweder in der ersten oder zweiten Raka'a die ersten beiden Suren rezitiert oder in der dritten und vierten Raka'a ist und die Tasbihat rezitiert, es ist möglich, in diesen Fällen in das Gemeinschaftsgebet einzusteigen. Ja, bei den ersten beiden Fällen brauche ich nicht zu rezitieren, weil der Imam die Verantwortung der Rezitation der ersten beiden Suren übernimmt. Bei der dritten und vierten Raka ist es für mich jedoch verpflichtend, die ersten zwei Suren zu rezitieren, weil der Imam in der dritten und vierten Raka die Tasbihat macht und damit nicht die Verantwortung für meine Rezitation übernimmt, sodass ich verpflichtet bin, Surat al-Fatiha und eine weitere Sure zu rezitieren. Wir haben auch gesagt, es ist durchaus möglich, dass die Zeit zu knapp ist, nämlich indem der Imam nur die Tasbihat rezitiert, dass ich es nicht schaffe, zwei Suren zu verlesen. Und in dem Fall ist es kein Problem, wenn ich nur Surat al-Fatiha rezitiere und dann mit dem Imam in die Verbeugung gehe. Das ist also die erste Art und Weise, wie man in ein Gemeinschaftsgebet einsteigen kann. Die zweite Möglichkeit, in ein Gemeinschaftsgebet einzusteigen, ist während der Verbeugung, also während dem Rukur. Und zwar ist dies in jedem Gebet möglich. Und zwar, wenn der Imam gerade im Rukur ist, dann mache ich natürlich als allererstes die Absicht, was für ein Gebet ich verrichten möchte, mache den Takbiratul Ihram und gehe direkt in die Verbeugung. Damit habe ich schon eine Rak'a gemacht. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man also während den ersten drei Rak'at in das Gebet einsteigt. Und auch bei der vierten Rak'a ist es nicht viel anders. Und zwar auch in diesem Fall. Einmal ist es möglich, während der Rezitation in das Gebet einzusteigen und einmal während der Verbeugung. Während der Rezitation, das Urteil ist natürlich das gleiche wie in der dritten Rak'a. Und wenn der Imam sich dann zum Tashahud und Taslim hinsetzt, dann geht der Betende auch hier wieder in die Hocke und steht natürlich dann auf. Wenn der Imam dann das Gebet beendet, dann stehen wir natürlich auf und verrichten den Rest des Gebets. Oder aber der Imam ist in der vierten Raka und geht in die Verbeugung. Auch hier genau das Gleiche. Wir machen die Absicht, Takbiratul Ihram, und steigen direkt mit in die vierte Raka. Es ist dann unsere erste Raka, aber die vierte Raka des Imams. Und wir verrichten das Gebet dann ganz normal zu Ende. Im Anschluss möchten wir nun einige allgemeine Urteile über das Gemeinschaftsgebet erwähnen. Es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, für den Nachbeter die Rezitation der beiden Suren in den ersten beiden Raka'at zu unterlassen. Es ist jedoch für ihn empfohlen, sich mit dem Dhikr, also mit dem Gedenken Gottes, zu beschäftigen, wie beispielsweise mit dem Tasbih, indem man sagt, Subhanallah, 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 oder mit dem Tahmid, indem man sagt, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aber generell muss man die Rezitation der ersten beiden Suren unterlassen, weil der Imam die Verantwortung der Rezitation in diesem Fall übernimmt. Das heißt, wenn das Gebet startet und der Imam macht Takbiratul Ihram und rezitiert die ersten zwei Suren, was wir machen als Nachbeter ist, wir rezitieren ebenfalls Takbiratul Ihram und sind dann ruhig. Dann sagen wir gar nichts, weil der Imam die beiden Suren rezitiert und diese Verantwortung dann trägt. Er ist ebenso verpflichtet, die Rezitation beim Morgengebet zu unterlassen. Also auch bei Salatul Subh, der Imam betet, rezitiert die ersten beiden Suren. Auch hier sind wir ruhig. Während der Rezitation, alles andere rezitieren wir jedoch mit. Der Dhikr in der Verbeugung,
der Dhikr im Sujud, der Tashahud, der Taslim, der Qunut, all das wird mit rezitiert. Wo wir schweigen, sind nur während der ersten beiden Suren, in den ersten beiden Raka'at. Ebenso ist er verpflichtet, die Rezitation der beiden Abendgebete zu unterlassen, also von Maghrib und Isha, wenn er die Stimme des Vorbeters hört, auch wenn sie sehr leise sein sollte. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme, in diesem Fall ruhig zu sein und die Rezitation des Imams zu lauschen und sich nicht abzulenken. Das heißt, wenn ich in Salatul Maghrib oder Salatul Isha beispielsweise die Rezitation des Imams höre, während ich ein Nachbeter bin, ist es für mich auch empfohlen, dass ich ruhig bin und die Rezitation des Imams zuhöre und lausche. Wenn er jedoch nichts von der Rezitation des Imams hört, so steht er zwischen der Wahl, entweder leise mitzulesen oder aber zu schweigen. Und das Rezitieren ist vorzüglicher. Ja, das heißt, wenn ich beispielsweise in einer großen Gemeinschaft bin und die Rezitation des Imams weiter vorne nicht höre, dann stehe ich zwischen einer Wahl. Entweder ich bin leise oder ich rezitiere mit, das ist dann mir überlassen. Dies alles gilt für den Fall, dass der Imam sich in der ersten oder zweiten Rak'a befindet. Wenn er sich jedoch in der dritten oder vierten Rak'a befindet, so übernimmt er nichts für den Nachbeter. Der Gläubige ist für sein Gebet verantwortlich. In seinen ersten beiden Rak'at muss er die zwei Suren rezitieren. Ist er aber in der dritten oder vierten Rak'a, dann kann er wählen zwischen der Rezitation der Fatiha und den Tasbihat, und die Tasbihat sind vorzüglicher. Ansonsten gibt es keinen Unterschied, ob er das Gebet in der Gemeinschaft verrichtet oder alleine. Das heißt, wenn der Betende in der dritten oder vierten Rak'a mit einsteigt, muss er alles mit rezitieren. Er ist zwar in der Gemeinschaft, aber er rezitiert alles mit. Surat al-Fatiha muss er rezitieren, die zweite Sura, wenn er Zeit hat, und allgemein der ganze Dhikr und so weiter wird komplett mit rezitiert, und der Betende trägt natürlich dann in diesem Fall die Verantwortung seines Gebets. Es ist nicht verpflichtend, den Imam während der Rezitation zu folgen. Es ist auch erlaubt, ihn mit der Rezitation zu überholen, seien es empfohlene oder verpflichtende Rezitationen. Es spielt ebenfalls dabei keine Rolle, ob man die Stimme des Imams hört oder nicht. Auch darüber haben wir ausführlich gesprochen, nämlich, dass es für den Nachbetenden, für den Ma'mum möglich ist, den Imam in der Rezitation zu überholen. Nicht während den Taten, nicht während den Bestandteilen des Gebets, da haben wir gesagt, das ist sowieso nicht möglich, aber während der Rezitation darf man den Imam durchaus überholen. Beispielsweise beim Rezitieren des Dhikr im Ruku' oder Dhikr im Sujud oder aber im Tashahud und so weiter, da ist, oder den Tasbihat in der dritten und vierten Rak'a, da ist es mir möglich, den Imam mit meiner Rezitation zu überholen, also schneller zu rezitieren als der Imam selbst. Das stellt kein Problem für das Gebet dar. Hauptsache, ich gehe nicht vor ihm in die Verbeugung, ich gehe nicht vor ihm in den Sujud und so weiter. Ja, wir haben jetzt gesagt, es ist möglich, den Imam in der Rezitation zu überholen, außer bei einer bestimmten Sache, wo der Imam etwas zuerst rezitieren muss und dann dürfen wir es rezitieren. Das ist nämlich Takbiratul Ihram. Das heißt, die einzige Ausnahme, die sich jetzt darstellt, ist Takbiratul Ihram. Hierbei darf der Ma'mum nicht schneller sein als der Imam. Das heißt, erst muss der Imam Takbiratul Ihram machen und erst dann darf der Ma'mum das Takbiratul Ihram verrichten. Es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme, das Takbiratul Ihram nach dem Imam auszusprechen, beziehungsweise wenn er es beendet hat. Und es ist ihm erlaubt, den Tashahud und Taslim am Ende aus einem bestimmten Grund vor dem Imam zu lesen und das Gebet vorzeitig zu verlassen. Sagen wir mal, jemand hat einen bestimmten Grund, jemand hat es eilig, jemand muss sein Kind von der Schule beispielsweise abholen, aber er will dennoch am Gemeinschaftsgebet teilnehmen, aber das Gemeinschaftsgebet dann früher verlassen. Er kann in diesem Fall natürlich ohne Probleme den Tashahud und den Taslim vor dem Imam lesen und dann sich vom Gebet trennen und dann seine Aufgaben erfüllen. Das ist also auch in dem Fall kein Problem.
Die Pflicht zur Rezitation für den Nachbeter entfällt nur in den ersten zwei Raka'at eines Gebets, wenn der Vorbeter beim Gebet fortfährt. Wenn er sich jedoch vom Gebet trennt, so muss der Nachbeter die Suren von Beginn an rezitieren. Er darf nicht an der Stelle weitermachen, wo der Imam aufgehört hat, nach einer verpflichtenden Vorsichtsmaßnahme. Dieser Fall kommt vielleicht eher selten vor, aber das sollte man auf jeden Fall auch wissen, wenn sowas vorkommen sollte. Wir befinden uns in einem Gemeinschaftsgebet. Der Imam ist gerade dabei, die ersten zwei Suren zu rezitieren. Sagen wir mal, er hat Surat al-Fatiha rezitiert und er hat angefangen, Surat al-Ikhlas beispielsweise zu lesen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad. Und dann aus irgendeinem Grund muss er das Gebet verlassen. Der Imam muss also aus irgendeinem Grund das Gebet verlassen, sei es, dass sein Wudu ungültig wurde oder dass ihm eingefallen ist, dass er kein Wudu hat und so weiter und so fort. Aus irgendeinem Grund entfernt er sich vom Gemeinschaftsgebet. Was ist dann meine Pflicht als Ma'mum? Der Imam des Gebets ist weg. Meine Pflicht ist, ab diesem Augenblick bin ich munfarid, ist mein Gebet alleine. Ich rezitiere nicht da weiter, wo der Imam aufgehört hat. Also ich sage nicht, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nein, ich muss von Beginn an die Suren rezitieren. Ich fange an bei Surat al-Fatiha und dann die zweite Sura zu lesen. Das heißt, in solch einem Fall, wenn der Imam sich vom Gebet trennt, dann muss ich die Rezitation der ersten beiden Suren wiederholen. Ja, das geht sogar so weit, auch wenn der Imam die Rezitation der ersten beiden Suren beendet hat und kurz vor dem Ruku ist und dann musste er vom Gebet weg, auch dann ist es für mich Pflicht, die zwei Suren zu wiederholen und nicht an der Stelle einfach weiterzumachen, wo der Imam dann weggegangen ist. Daher heißt es auch hier, das gilt auch dann, wenn er sich vom Gebet trennt, nachdem er die Suren rezitiert hat, aber noch nicht in der Verbeugung gegangen ist. Auch dann muss der Nachbeter die beiden Suren neu lesen, nach einer verpflichtenden Vorsichtsmaßnahme. Der Nachbeter ist verpflichtet, in den Taten dem Vorbeter zu folgen und er darf ihn hierbei nicht überholen. Es ist sogar besser, wenn er etwas zurückliegt. Ja, das bedeutet einfach nur, dass wenn der Imam Takbiratul Ihram macht, ich auch ein bisschen warte und dann Takbiratul Ihram mache. Der Imam geht in die Verbeugung, danach gehe ich in die Verbeugung. Also ich versuche nicht gleichzeitig mit ihm in die Verbeugung zu gehen, sondern ich lasse ruhig schon etwas Zeit. Natürlich nicht zu lange, aber er kann ruhig in die Verbeugung gehen und dann gehe ich in die Verbeugung. Er geht in den Sujud, dann gehe ich in den Sujud. Er setzt sich hin, dann setze ich mich hin. Ja, also man kann ruhig etwas Zeit lassen, das ist sogar dann noch besser. Also, wie wir gesagt haben, der Nachbeter ist verpflichtet, in den Taten dem Vorbeter zu folgen und er darf ihn hierbei nicht überholen, es ist sogar besser, wenn er etwas zurücklegt. Wenn er es jedoch so weit verzögert, dass er nicht mehr zur Gemeinschaft gehört, dann ist sein Gebet ungültig. Ja, sagen wir mal, der Imam rezitiert Surat al-Fatiha und Surat al-Ikhlas und er geht in die Verbeugung und wir stehen immer noch. Der Imam stellt sich wieder hin, geht in den Sujud und setzt sich wieder hin und geht nochmal in den Sujud und dann gehen wir erst in die Verbeugung. Dann ist das Gemeinschaftsgebet bereits ungültig, beziehungsweise dann ist mein Gebet schon ungültig, weil ich mich dem Imam nicht angeschlossen habe. In den nächsten Folgen werden wir weitere Aspekte bezüglich dem Gemeinschaftsgebet inshallah erläutern. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin.